Grüß euch, der Mandy spricht. Ich habe jetzt gerade auf Ö1 im Mittagsjournal ein Interview gehört mit dem Gesundheitsminister Rauch und ich muss sofort ein Video machen, weil, dass ich das ja wirklich richtig wiedergebe, es ist eine unfassbare Aussage gefallen. Wenn Sie einmal über alles Mögliche geredet, da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber unser Lieblingsthema Corona natürlich, was er da gesagt hat, ja, natürlich alle sollen sie Auffrischungsimpfung machen lassen, die eh schon geimpft sind, nochmal das für den Herbst, dass man, also im Herbst soll man das machen, beziehungsweise im Spätsommer, dass man gerüstet ist für den Winter. Und er hat dann wortwörtlich gesagt, dass das eine solidarische Aufgabe ist. Eine solidarische Aufgabe in der Bevölkerung. Das Impfen ist also ein solidarischer Akt. Weil man muss sich schützen und andere, vor allem die Älteren und die in die gefährdeten Gruppen. Und ich möchte schon erinnern, hallo, wir haben jetzt Mai 2022. Den Schmäh mit der Solidarität, also das Impfen ist solidarischer Akt, der Schmäh, der geht doch schon mindestens ein Jahr bei den meisten nicht mehr rein. Oder ich habe mir gedacht, der geht bei gar nicht mehr rein. Es ist eine unfassbare Geschichte, dass unser Gesundheitsminister Rauch jetzt davon spricht, man soll sich auch aus Solidarität impfen lassen. Bitte, es ist Stand der Wissenschaft, dass die konkreten Impfungen, die es da jetzt gibt, nicht davor schützen, das Virus weiterzugeben. Herr Rauch, wissen Sie das nicht? Wenn diese Impfung eine sterile Immunität erzeugen würde, das heißt, ich kann nicht mehr krank werden und ich kann es nicht mehr weitergeben, dann könnte man solche Argumentation, wie Sie gebracht haben, ins Spiel bringen. Aber doch nicht bei der Impfung, wo uns alles versprochen worden ist und nichts geholfen worden ist. Die Impfung, wisst ihr, was alles versprochen worden ist am Anfang? Du lässt dich einmal impfen und du hast jahrelang eine Ruhe. Ne? Stimmt nicht. Wenn du geimpft bist, kannst du nicht anderen mehr anstecken. Stimmt nicht. Wenn du geimpft bist, bist du weniger ansteckend für andere, weniger als Überträger. Stimmt auch nicht. Wenn du geimpft bist, kannst du nicht mehr krank werden. Ja, stimmt auch nicht. Wenn du geimpft bist, kannst du nicht mehr sterben und nicht mehr schwer krank werden. Stimmt auch nicht. Also all die ganzen Versprechungen, das redet mit Leuten, die zweimal, dreimal geimpft sind, genau, die sagen dir das, ey, die haben uns was eingedruckt, das stimmt ja alles nicht. Das sind glaube ich, so gut wie alle, bis auf einen ganz kleinen Rest schon draufgekommen. Und jetzt sagt im Mai 2022 der angebliche Gesundheitsminister Rauch, ja, also Impfen ist ein solidarischer Akt, damit die alle geschützt sind, auch die anderen, vor allem die schwächeren Gruppen. Also, ja, mir fehlen eigentlich die Worte, dass der das sagen kann, natürlich, ja, unwidersprochen ist eh klar im Staatsfunk, aber hallo, Impfen, das, vor allem das Konkrete, ist definitiv kein solidarischer Akt. Das soll sich jeder, der sich impfen lassen will, bitte impfen lassen. Was von der Impfpflicht zum Halten ist, das wisst ihr. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass alle, die den Tag der Schande, den 5. Februar 2022, durch ihre Zustimmung zum Corona-Impfpflichtgesetz im Nationalrat, im Österreichischen ermöglicht haben, dass die alle ein Amt zurücklegen sollen, ja, dringend. Und es, ansonsten fällt mir zu so einer Aussage, zu so einem Zeitpunkt, nämlich, wo man eigentlich so viel schon offiziell weiß, also nicht nur auf irgendwelche Schwurblerseiten oder hinten um, sondern wo offiziell feststeht, was zum Holen ist von der Impfung und welche Kriterien sie alle nicht erfüllt, dass der Minister Rauch sagen kann, es ist eine solidarische Aufgabe, lasst euch impfen. Da fällt mir eigentlich wirklich, ja, die Worte nicht, sonst hätte ich jetzt nichts erzählt, aber da fällt mir jedes Verständnis. In diesem Sinn, vergesst nicht, das Totgefecht ist auch gestorben.